Auch wenn ich selbst weiß, dass es nicht für jeden einfach ist und dass es zu Hause Probleme gibt. Aber das, was ich hier erlebt habe, ist schon um einiges schlimmer. Und vielleicht müssen wir manchmal uns auch selbst eingestehen, dass es uns eigentlich ganz gut geht, dass wir in Sicherheit und ohne Krieg und ohne Terrorismus leben. Die Menschen haben hier schwierige Bedingungen, gerade Menschen auch mit Behinderung. Es ist schwer für die Flüchtlinge hier zu arbeiten, in ein geregeltes Leben zu kommen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass dieses Projekt mit den Johannitern gemacht wird. Wie viele Menschen haben wir in dem Programm, wo Jugendliche ausgebildet werden? 120 Jugendliche arbeiten, haben wir in unser Programm aufgenommen und die bekommen derzeit eine Ausbildung. Davon sind die Hälfte Jugendliche mit einer Behinderung und die Hälfte ohne eine Behinderung. Sie alle kommen aus palästinensischen Camps, also leben in einem Camp wie diesem hier und haben vorher gar keine Chance gehabt, eine Berufsausbildung zu bekommen. Wir haben vorher eine Studie gemacht, um zu schauen, in welchen Jobs Menschen gebraucht werden. Das ist zum Beispiel ein Friseur, aber auch im Make-up-Bereich, aber auch Finanzen oder Computertechnik oder Tourismus oder Kochen. Das war in jedem Camp zu sehen, dass daran gearbeitet wird, dass die Kinder miteinander positiv umgehen. Was einfach schön zu sehen ist, dass Kinder zusammenkommen, dass sie miteinander spielen, dass sie eben nicht auf der Straße nur sitzen und dass ich vielleicht auch ein bisschen Hoffnung und ein bisschen, Lebensfreude geben kann in den Momenten und ich hoffe, dass die Kinder einfach auch Spaß haben.